Yes, servus, Edjong. Willkommen zu einer neuen Edition von EasTV Road Trip Namibia. Tag 12. Well, basically zweitletzter Tag oder Tag 11. Wir wissen schon gar nicht mehr, was für ein Tag wir sind, weil if you're having fun und in der Wüste, weiß man gar nicht mehr, was für ein Tag man hat. Montag, Dienstag, Mittwoch, weiß ich alles gar nicht mehr. Ist auch egal. Wir sind jetzt gerade knapp 100 Kilometer gefahren durch die Wüste. Mein Schengen-Wagen hat nicht mehr die Power irgendwie. Eben sollen wir so einen Berg hochfahren. Kriegt das irgendwie nicht mehr hin. Ja, aber sonst, heute fahren wir Richtung Windhoek. Da werden wir oben auf einer Berghütte übernachten. Das wird halt richtig cool. Ich werde aber jetzt nochmal erstmal, bevor es weitergeht, erstmal ein bisschen Öl wieder reinschmeißen. Ich muss das Öl nochmal checken. Irgendwie hat der keine Power mehr, das Auto. Ah. Das kann sein. Nee, ist okay. Gib mir einfach her. Cool, danke. Aua, das ist heiß. Boah. So, jetzt gucken wir mal das Öl, wie das aussieht. Es ist eigentlich noch gut. Es muss zwischen diesen zwei Streifen sein. Und es ist immer noch dazwischen. Trotzdem schmeiße ich noch mal ein bisschen rein. Weil mein Onkel hat gesagt, das einzigste Mal, wenn ein VW nicht Öl leckt, ist, wenn da kein Öl mehr drin ist. Ich nehme mal einen Schluck, ob das noch gut ist. Hammer. Schengen-Wagen, der ist luftgekühlt. Hier gibt es kein Wasser drin. Und wenn die Luft heiß wird draußen, so wie hier in der Wüste, dann wird der natürlich auch heiß. So wie die sieben Boys, die auf diesem Trip mitfahren. So heißer die Wüste wird, umso heißer werden wir. Heiße Boys. Yeah. Ihr habt euch zwei Wuma rausgelassen. Du Wichser, wie du noch guckst. That's what I do, baby. Gib mir der Wuma. So, die schlimmste Strecke haben wir jetzt hinter uns. Das ist auch alles sehr gut gegangen. Aber die große Frage ist, wo sind die anderen? Es ist eine Weile gefahren und wir finden die einfach nicht. Hoffentlich rollt mein Auto jetzt nicht hier weg. Mein Auto hat nämlich keine Handbremse mehr. Deswegen muss ich mal da stoppen, wo es gerade ist. Tja. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was euch bis jetzt am allerbesten gefallen hat, was wir auf dem Roadtrip gemacht haben. Damit ich auch weiß, was ihr in the future so liked, was wir machen. Ich meine, ihr kennt mich, ich mache anyway das, was ich like, aber trotzdem ist das cool, mal zu hören, was ihr so von dem Roadtrip denkt. Oh, warte, aber jetzt dauert es echt ein bisschen lange. Wo sind die? Wir müssen umdrehen, die haben platten Reifen. Schön. Okay, zum Glück hatten die Handy Empfang. Was? Ja, die hat mich gerade angerufen. Ich habe gerade in dem Moment nämlich gesagt, was ist, wenn die jetzt einen platten Reifen haben? Wirklich? Ja, Joker sagt so. Man kann diesen Leuten natürlich nicht immer glauben, das sind YouTuber. Also bitte nicht YouTuber glauben. Ich habe mich schon gewundert, warum die auch die ganze Zeit so weit hinter uns sind. Okay, aber das gehört natürlich zum Roadtrip dazu. Ambi, da sind sie. Sie haben sie gewechselt. Okay, wir haben die Boys gefunden. Kam uns gerade entgegengefahren. Aber die haben den Reifen sicher selber gewechselt, das heißt... So, zeig mal, wo ist denn der? Wow! Dass du uns auch glaubst, ne? Shit. Das ist nichts Schlimmes. Sowas passiert. Auf diesen Straßen passiert das anytime. Ach so, Ding ja. Ist nur, weißt du, warum der so gedings ist? Weil das war ein Slow Puncture. Das heißt, der ist langsam Luft rausgekommen. Dann wird der so heiß, der Reifen, ja, dass er auf einmal dann so reißt. Praktisch immer so ist statt. Ja, das hätte man uns auch vorher sagen können. Ja. Ich habe mich auch so gefühlt, als ob ich im falschen Gang fahre und dachte mir, ja, hab geguckt, ja, nee, drei. Welcher, vorne oder hinten? Ja, vorne ist links vorne. Und Geschwindigkeit her auf jeden Fall. Guck mal, und wie das alles. Oh, und mein Auto rollt schon wieder. Wie das passiert ist, könnt ihr natürlich bei den Boys auf dem Channel gucken. Die haben den selber wieder gefixt. Ich bin echt stolz auf die Jungs. Wir mussten natürlich ein langes Stück zurückfahren, aber das ist nicht schlimm. Alles ist wieder gut. Die Leute können wieder weiterfahren. Let's go. Angekommen in Rehoboth, der letzte Stopp, bevor wir dann nachher in der Hauptstadt sind. Alles ist Staub.
Alles. Alles, mein ganzes Auto. Drinne, du gehst nur so rüber, dann ist das Staub. Meine Brille. Ich kann nicht erstmal gut durchgucken. Das ist alles nur. Guck mal da. Das ist alles nur. Alles nur Staub. Die ganze Haut fühlt sich so, so trocken an, weil da nur Staub drauf ist. So, jetzt gehe ich noch mal kurz in den Laden und guck, ob die hier auch Boomer haben. Ja, haben die. Haben die? Ja, ja. Dünner, wir haben Boomer geholt. Auwe. Okay, dann brauche ich ja gar nicht mehr gucken. So, wir sind zu Hause angekommen. Der Shaggin' Wagon hat es geschafft. Ich muss den einmal einen ganz großen Hug geben, weil der hat das geschafft. Der hat die 2200 Kilometer. Danke, Mann! Seriously, danke, Shaggin' Wagon. Ja, das war schon immer ein Traum von mir, mit dem mal so einen richtig großen Roadtrip zu fahren. Und jetzt bin ich den gefahren und der hat mich nicht im Stich gelassen. Meine Schutzengel haben mich nicht im Stich gelassen. Alle haben mich nicht im Stich gelassen. Dankeschön. Auwe! So schnell kann das gehen, dann sitzen wir schon in meinem anderen Auto drinne. Und hinten die Boys sitzen ganz bequem. Pesch, sag es noch einmal. Sitzt du bequem? Sitzt du bequem? Was sagt der Blick euch? Aber das geht ganz schnell wieder weg gerade. Aber wir werden auch ein bisschen schießen. Ja! Mein Freund hat viele Gewehre. Viele, und dann vielleicht bringt er ein paar mit und dann Shotgun. Schießen wir. Ja, eine Shotgun hat er auch. Gästefarm Liesenheim angekommen. Auf East TV ist dieses Gesicht kein unbekanntes Gesicht. Nee. Ladies and Gentlemen, the one and only Hunter in the house. Wir sehen uns morgen. Yes, okay, also lecker, lecker. Moin, Mann, moin, moin, moin. Und keiner kennt den. Jetzt mal, wir können so viel reden hier, die Leute sollen das sehen. Richtig, ja, richtig. So, wir fahren jetzt den Berg hoch. Das sind nochmal so 20 Minuten. Das ist ein extrem steiler Weg hoch. Michael Schulte, wir fahren nach ganz oben. So, yeah. Das ist Weg hier. Oh, my damn. Oh. Guck mal! Er ist runtergesprungen! Hey, komm, guck mal, das ist ein Weg! Hey, Nies! Was? Der Wagen bleibt noch auf der Spur, oder? Manchmal nicht. Ey! Ey, das ist doch nicht mal normal. Guckt euch mal die Strecke an. Guck mal, wie weit nach unten es geht. Hier ist. Oh! Oh, okay, ich darf jetzt mal. Jogger, alles okay? Oh. Ey, ich würde zu Fuß gehen. Ich würde zu Fuß gehen. Ja. So, oben auf dem Berg angekommen. Hier kann man den schönen, den großen Damm sehen. Das ist eine schöne View hier oben. Und das ist der Hunter in the house. Zu Hause. Ja, das ist sein Wohnzimmer hier. Hier sitzt er dann und guckt er dann Fernsehen. Guck ich, ob keiner guckt. Genau. Ja. Alles, was das Herz begehrt. Ne? Ja, das stimmt. Jetzt wird ein bisschen geschossen für das gute Gefühl. So, und alle Leute, die da draußen denken, oh, ihr seid ja die, wie die Amis, die Amerikaner in Texas, die alle nur Gewehre haben, rumschießen. Nee, sind wir nicht. Wir sind einfach nur ganz normale People, mit, dass wir zufällig ein Gewehr hier haben. Und wir haben extrem viel Respekt und wir sind auch sehr, sehr vorsichtig mit unseren Gewehren, wenn wir da rumgehen. So, ja. Nicht, keine Vorurteile bitte. Erst wenn man uns kennt, judgen, nicht vorher. Trashback hat seinen ersten Shot mit der Pump Action. Ist kinderleicht alles, was du machst? Zu? Ja. Finger weg vom Abzug, bis du dir total sicher bist, wo du hinschießen willst. Okay. Ne? Also immer gegendrücken, halten. Das Korn. Ja. Das ist die Kimmel. Du musst in einem oder dein Ziel. Muss dahinter sein. Ah. Das heißt, du guckst. Dein Endstück, nicht das andere Endstück. Ja, okay. Du musst gemütlich sein. Schieß auf den. Genau. Oh. Das ist gerade aber ganz schön in den Ohren. Krass. Ne? Genau. Autsch. Ah. Genau. Du bist da so richtig zurückgesprungen. Weiter geht's, wir gehen jetzt einen Sundowner machen, oben auf der Berghütte. So, wir sind jetzt oben am Berg auf Gästefarm Liesenheim angekommen. Wer richtig gute Augen hat, kann da hinten die Sonne sehen.
So ein roter kleiner Spot, könnt ihr das sehen? Ihr könnt das bestimmt nicht sehen. Mach mal auf Full HD. Das ist der Sundowner-Spot, den man hier oben haben kann. Und gleich wird ein dickes Steak gemacht. Dick. Ein Stückchen Fleisch. Dick, 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 dick. Das hier ist die Küche. Schulter Recharge, gerade Battery. Hier oben geht das dann hoch und hier oben werden wir dann schlafen. Dann nehme ich euch mal hoch. So muss das sein, ne? Und geht schon! Oh! So, nach einem richtig schönen, leckeren Abend auf der Berghütte ist das früh morgens und ich habe gesagt, okay, ich nehme die Kamera und ich laufe einfach mal hier hoch und zeige euch mal, wie schön das von hier oben nochmal aussieht. Und dann will ich auch obviously gleich die Chance gebrauchen, genutzen, um allen Danke zu sagen, vor allen Dingen all den Sponsors, die diesen Trip möglich gemacht haben, alle Leute, die an uns geglaubt haben und gesagt haben, hey, wir finden das cool, was für einen Trip ihr geplant habt. Und das Ganze wird natürlich supported von Namibian Tourism Boat Frankfurt. Danke auch nochmal an die, weil ja, die waren die Main Sponsor für diesen Roadtrip. Auf jeden Fall, all die Sponsors sind nochmal unten in der Videobeschreibung auch nochmal drin. Das ist wichtig, einfach Danke auch mal zu sagen, weil ohne die Sponsors wäre dieser Trip nie gehappened. Seriously. Das war immer ein Traum von mir, mit meinem alten Shagenwagen einmal durchs Land zu fahren. Aber wer will schon alleine durchs Land fahren? So, ne? So, deswegen war das eine coole Idee, die Boys mitzunehmen und dass wir da so viel wie möglich filmen, dass ihr auch so gut wie möglich an diesem Trip dabei sein könnt. Auch wenn es nur digital ist, besser als gar nichts, ne? Ja, echt cool. Also auf jeden Fall cool, dass ihr alle dabei seid und zugeguckt habt. Bitte spreadet auf jeden Fall die News, shared die Videos, wo immer ihr könnt. Wenn ihr das obviously geliked habt, damit mehr Leute das sehen können. Und damit wir so Sachen machen können, so richtig, die einfach cool sind, wo man in der Welt travelt und was lernt und eine gute Zeit hat. Ansonsten brauche ich eigentlich, glaube ich, in diesem Fall gar nichts mehr zu sagen. Außer danke, dass ihr dabei wart. Das war ein echt intens, heavy, cooler Trip. Ich hoffe, ihr habt all die Boys gut kennengelernt und die, die mich neu kennengelernt haben. Welcome to East TV. Let's have some more fun. Away!